Seit Anfang März spielen hier in der Kita Herkenweg in Rheinhausen wieder Kinder. Die alte Kita wurde nämlich Anfang 2023 abgerissen und neu gebaut. Das Ganze von der GEBAG im Auftrag des Sondervermögen Kindertageseinrichtungen. Noch vor 2 Jahren war das Immobilienmanagement Duisburg dafür zuständig. Doch es hat sich einiges geändert. Lange wurde nicht genug in die städtischen Immobilien investiert. Wir haben mit der Duisburger Infrastrukturgesellschaft, mit der Schulbaugesellschaft und jetzt mit dem Sondervermögen Kita haben wir 3 ja wirklich auch Einheiten geschaffen, die jetzt auch wirklich in der Lage sind, sich wieder um unseren Immobilienbestand zu kümmern. Ab dem 1.5. werden dann auch die Wirtschaftsbetriebe für die sonstigen Immobilien zuständig sein. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach uns auch besser um unsere Immobilien kümmern können. Aber in den letzten Jahrzehnten ist deutlich zu wenig Geld investiert worden. Das ist kein Vorwurf, weil wir hatten wirklich einfach zu wenig Geld. Jetzt geht es uns haushalterisch wieder ein bisschen besser. Und deswegen können wir auch wieder in unsere Immobilien investieren. So wie in die Kita Herkenweg. Das Besondere, die Gesamtbauzeit lag bei nur 9 Monaten. Denn das Gebäude ist ein Modulbau, der in Stahl-Holz-Hybridbauweise gebaut wurde. Ein Pilotprojekt, auf das man in Zukunft zurückgreifen will. Wir haben die bestehenden Kitas der Stadt Duisburg in die Bewirtschaftung übernommen, kümmern uns jetzt sukzessive darum, sie den heutigen Anforderungen anzupassen, die Instandhaltung zu betreiben, gegebenenfalls anzubauen. Also wir gucken uns jede einzelne Kita an und schauen, wo wir optimieren können. Und wir bauen natürlich entsprechend des großen Bedarfs an Kita-Plätzen auch neue Kitas. Im Moment haben wir über 20 Standorte, die wir überprüfen und wir haben mehr als eine Handvoll Kitas, die jetzt schon konkret in der Umsetzung sind. Es werden immer solche tollen Kitas wie hier im Systembau. Das bedeutet, dass wir schnell die Kitas zur Verfügung stellen können. Wir haben eine hohe bauliche Qualität und wir haben insgesamt auch eine Ausstattung, die, finde ich, sich schon sehen lassen kann. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist weiterhin groß. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Kita-Plätze in Duisburg zum Kindergartenjahr 2024/25 von etwa 19.800 auf 19.500. Doch einen Kita-Platzmangel sieht der Amtsleiter des Jugendamts Duisburg, Hinrich Köpke, nicht. Also ich würde das nicht so ausdrücken, ne, weil wir können immer doch den Bedarf ziemlich gut decken. Ne, das will ich auch ehrlich sagen dabei, haben natürlich dann auch an manchen Standorten so auch hier Überbelegungsplätze, die wir dann noch anbieten. Also wir dürfen nach dem Kiebitz, die Gruppenstärken sind zum Beispiel 25 oder auch 20 Kinder in einer Gruppe, dürfen wir mit 2 Kindern überbelegen. Das tun wir auch, um diesen Bedarf dann decken zu können. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich Wert drauf lege. Also wir achten trotzdem darauf, dass die Pädagogik gut funktioniert und auch das Personal wird immer entsprechend der Anzahl der Kinder gestellt. Ne? Auch wenn das eben 2 Kinder mehr sind, dann wird auch zusätzliches Personal dafür zur Verfügung gestellt, damit die Kinder gut betreut sind. Das langfristige Ziel ist es aber, genug Regelplätze zu schaffen, um alle Betreuungslücken zu schließen. Und so wie hier in der Kita Herkenweg sollen dann demnächst noch mehr Kinder in ihrer neuen Kita spielen, toben und Spaß haben.